Ich habe in der Schule gelernt, ein bisschen Wissen bedeutet, man weiß es nicht. Deswegen habe ich die Herzretter-Initiative gegründet, mit dem Ziel, dass Kindern und Jugendlichen dieses Wissen als Lebenskompetenz vermittelt wird. Wir führen diese Herzretterkurse durch mit Schauspielern und sie verstehen es eben halt auch nicht, das trocken rüberzubringen, sondern das in eine Geschichte zu packen. Aber wie geht die denn? Da muss ich meine Hand irgendwo platzieren? Du weißt es. Und dann kannst du dich aufsetzen und dann kannst du erstmal vorsichtig anfangen zu drücken. 100 bis 120 Mal pro Minute. Wir machen die Erfahrung, dass wirklich alle Kursteilnehmer begeistert sind und hinterher auch alle sagen, jetzt traue ich mich wirklich Menschenleben zu retten. Das Herz überlebt, aber das Gehirn nimmt schon nach 3 Minuten Schaden, und zwar irreparablen Schaden. Und selbst im optimalen Falle braucht das Rettungsteam mindestens 8 Minuten. Und genau das wollen wir auch in die Gesellschaft hineinbringen, dass jeder mit großer Überzeugung in der Lage ist, sofort zu helfen. Also eine Hand flach in die Mitte der Brust, ja? Die zweite Hand über die erste, kann man auch im Kreuzgriff, und dann Oberkörper aufrichten. Der Verein finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Wir wollen 14.000 Schüler der Klassenstufe 7 ausbilden und wir wünschen uns sehr, dass wir das auch in der Zukunft mit der Unterstützung vieler Menschen machen können. Wir fragen die kleinen Kinder immer, wollt ihr Lebensretter oder lieber Glotzfrösche sein? Und alle sagen sie, wir wollen Lebensretter sein.